Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky lehnt den Rücktritt seines Regierungschefs Oleksiy Gontscharuk ab. Zelensky wolle dem Ministerpräsidenten eine zweite Chance geben. Gontscharuk hatte zuvor seinen Rücktritt eingereicht, nachdem ein Tonmitschnitt mit abfälligen Bemerkungen des Regierungschefs über den Präsidenten bekannt geworden war. Gontscharuk habe bei einem Treffen mit Vertretern der Zentralbank betont, der Präsident habe ein primitives Verständnis von Wirtschaft.